Sinclair fahren macht echt Spaß. Nochmal. 316 km/h, 1502 PS sogar. Wenn du auf der einen Seite weißt, du riskierst gerade einen 4-Millionen-Euro-Deal, aber auf der anderen Seite deinen Fuß nicht vom Gaspedal nehmen kannst. Ne? Weil ich meine, wenn ich jetzt das Auto schrotte, dann war's das. Hey Leute, ich bin Omid, der Luxusautohändler eures Vertrauens. Und heute haben wir was ganz Besonderes geplant. Felix, du kommst gerade rechtzeitig. Der Chiron Sport ist verkauft und wir müssen jetzt den Tank für den Transport leer fahren. Wir schnappen uns den Schlüssel und bevor es anfängt zu regnen, müssen wir auch direkt los. Ab geht's. Hintergrund ist, wir fahren planlos durch die Gegend. Das Auto muss übermorgen mit einem Flugzeugtransport zum VIP-Kunden. Und im Flugzeug darf das Auto nur maximal ein Viertel Tank haben. Und im Moment haben wir zu viel, also fahren wir jetzt den Tank leer. Wir haben vom Kunden schon knapp 4 Millionen € erhalten fürs Auto. Das heißt, oberste Vorsicht, wir dürfen es nicht mehr kaputt machen. Das war ja im Gegensatz zu allen Autos in meinem Bestand wirklich mein eigenes Fahrzeug, was ich dann auch den Sommer über gefahren bin. Der Wagen war zugelassen. Und selten habe ich ein Auto mit so viel Wehmut verkauft. Also die 4 Millionen € trösten mich gerade so darüber hinweg, dass ich keinen Bugatti mehr habe. Aber das Gute ist, der Kunde ist ein guter Freund von mir und ich glaube, ich werde mein Auto immer mal wieder sehen dürfen. Einer meiner Lieblingsmoves bei dem Auto ist ja hier die Anzeige. Wenn du lange auf den Pfeil hier drückst, dann verändert sich deine Lüftungsanzeige in eine Leistungsanzeige, wo du dann die Performance-Daten von deiner aktuellen Fahrt hast. Max PS, Max km/h. Mein Rekord beim Review mit dem Hamid, als wir mit dem Hamid das Auto getestet haben, waren 1501 PS und 361 km/h Spitze. Ohne Speedkey wohlgemerkt. Das Interessante ist auch, wenn du den Wagen nicht regelmäßig bei Bugatti zur Wartung hast, dann deaktiviert sich dein Speedkey. Der muss alle 12 Monate verlängert werden. Wir waren mal unterwegs, Mittagessen mit dem Wagen in einer Top-Location im Sommer bei schönem Wetter. Und dann ging das Auto einfach nicht mehr. Wir haben dann immer wieder auf den Schlüssel gedrückt und nichts, das Auto war tot. Ne? Dann haben wir uns gedacht, ja scheiße, ist jetzt oberpeinlich. Ne? Mit dem Bugatti hingefahren, schön abgestellt vor dem Café und jetzt geht nichts mehr. Dann habe ich mir ganz unauffällig meinen Zweitschlüssel herbeifahren lassen. Habe den dann so unauffällig so eingesteckt, habe da drauf gedrückt und gesehen, da geht auch nichts. Und ja, dann standen wir da. Dann habe ich mit dem Support von Bugatti sofort Kontakt aufgenommen, die sich auch sofort bei mir gemeldet haben. Ich habe gemeint, Leute, ich sitze hier am Café und es geht nichts. Ja, was machen wir jetzt? Und die waren so, was auch immer du machst, bitte mach nur eine Sache nicht. Ruf nicht den ADAC. Ja, weil stellt euch mal das Bild vor. Ne? Du stellst einen Bugatti für 4 Millionen € irgendwo ab. Ja, und plötzlich muss der ADAC kommen und hunderte Menschen filmen das, was das für ein PR-GAU für Bugatti geworden wäre. Ne? Im Endeffekt haben wir dann erstmal nochmal so eine Stunde verlegen ums Auto herum gesessen, haben weiter Espresso getrunken, total nervös, bis dann mein Begleiter gesagt hat, mein Kumpel gesagt hat, komm, ich zieh das jetzt durch. Bugatti hat eine Fernwartung gemacht und gesagt, Jungs, alles okay mit dem Auto, ihr müsst einfach nur einmal die Schlüsselklappe beim Zündschloss abnehmen und den Rohling reinstecken, drehen, damit sich das System wieder aktiviert, warum auch immer es deaktiviert war. Ja? Aber dabei geht halt die Alarmanlage los. Gut, haben wir gemacht, war oberpeinlich, aber gut, das ist der Alltag eines Bugatti-Fahrers wohl. Das Auto hat 2 Klappen im Tank drin, die verhindern, dass man praktisch den Tank leer saugt. Ja, und das ist eines der wenigen Autos, wo man nicht den Tank leer saugen kann. Also wir haben mit Bugatti telefoniert, wir haben gesagt, das Auto muss ganz dringlich übermorgen transportiert werden. Können wir das Auto zu euch bringen und ihr saugt den Tank leer? Und wir haben keine Chance. Der einzige Weg, den Tank leer zu bekommen, ist leerfahren. Jetzt müssen wir ihn leerfahren. Meine letzte Fahrt mit dem Auto. Ich versuche, so viel davon mitzunehmen, Spaß zu haben, es zu genießen. Weil du, ich weiß auch nicht, wann ich das nächste Mal einen Bugatti Chiron mir zulegen werde. Die Preise explodieren ja gerade am Markt. Das waren 500 Fahrzeuge. Alle 500 Fahrzeuge weltweit sind verkauft. Schon lange ausgeliefert. Der letzte 16-Zylinder wahrscheinlich. Es wird nie wieder 16-Zylinder-Fahrzeuge geben. Überleg dir mal, 1500 PS, 16-Zylinder, das wird es nicht mehr geben. Und immer dann, wenn es etwas nicht mehr geben wird, dann setzt die Preisentwicklung ein. Da setzt der Regen übrigens ein. Guck mal, da müssen wir wirklich vorsichtig sein. Das ist das, was wir nicht wollten. Regen, bevor der Tank leer ist. Das ist auch ein ganz tolles Gefühl, wenn du weißt, du besitzt tatsächlich einen Bugatti. Weil ich unterscheide immer zwischen meiner Handelsware, meinem Stock
Den Lagerbestand, den ich da habe, das sehe ich auch wirklich als Handelsware an. Also ich bin da nicht der Händlertyp, der eine rote Nummer draufklatscht und mit dem Auto dann durch die Fußgängerzone fährt. Das bin ich nicht, das mache ich nicht. Wenn, dann muss wirklich mein eigenes Kennzeichen drauf sein, dann fahre ich auch mit dem Auto. Woran man erkennt, dass wir heute verantwortungsbewusst mit dem Fahrzeug umgehen. Schau mal hier, von unseren 1501 PS, die wir haben, haben wir gerade mal 152 PS abgerufen. Das ist sehr umweltbewusst. Ja, also wir fahren heute langsam 300 und gemächlich 305. Als ich den Vertrag damals unterschrieben habe, haben mir die Jungs von Bugatti gesagt, weißt du, dass du gerade was ganz, ganz Exklusives machst, was wirklich nur 500 Menschen weltweit vorbehalten war, einen Vertrag für einen Bugatti zu unterschreiben? Habe ich sie angegrenzt und gesagt, ja, ich weiß, aber ich habe ja auch damals einen Vertrag für einen Veyron unterschrieben, da gab es nur 450 Fahrzeuge. An die Fahrbahnverengung hier hatte ich nicht gedacht, da müssen wir jetzt wirklich aufpassen. Da haben sich schon einige die Autos kaputt gefahren und wir fahren mal eben mit 4 Millionen Euro hier durch. Das ist eng. Jede Felge 20.000 Euro. Wir schaffen das langsam und gemächlich. Also da lief mir kurz der Angstschweiß. Geschafft! Das Problem ist, wenn du jetzt mal hier guckst, wir haben immer noch ein Drittel Tank. Wir müssen auf unter ein Viertel. Hier ist die Tankanzeige. Wir müssen auf unter ein Viertel Tank noch kommen. Also ein paar Kilometer haben wir noch. So, ihr wisst, das ist meine letzte Fahrt und das ist jetzt mein letztes Mal Gas geben mit dem Fahrzeug. Ich werde das Gaspedal nur leicht streicheln. Und ab geht's. 200, 213. Und jetzt hinten auf die Bremse gucken. Da stellt sich der Spoiler auf. Und da ist er wieder eingeklappt. Ja, das ist so eine Gewalt bei dem Fahrzeug. Also einmal Bugatti fahren und du bist für immer versaut. Also kein Ferrari, kein Lamborghini der Welt wird mir jemals wieder diese Emotionen geben können, wie es dieser Wagen tut. Brutal einfach nur. Also mir kommen fast die Tränen. Nur fast. Aber auch wie er dann in die Bremsen geht, wenn man bremst. Ich bremse ja nur leicht. Eine Vollbremsung würde ich mich gar nicht trauen jetzt erstmal. Wahnsinn, Wahnsinnsauto. Also das ist ein Meisterwerk der Automobilgeschichte. Das wird so nicht wieder geben. Und ich glaube, die Autos werden auch irgendwann bei 10 Millionen Euro liegen. Und nochmal, jetzt haben wir etwas Platz, wir geben Gas. Bremsen. Schau mal. Jawohl. 316 km/h, 1502 PS sogar. Tankleerfahren macht echt Spaß. Nochmal. Wenn du auf der einen Seite weißt, du riskierst gerade einen 4-Millionen-Euro-Deal, aber auf der anderen Seite deinen Fuß nicht vom Gaspedal nehmen kannst. Ne? Weil ich meine, wenn ich jetzt das Auto schrotte, dann war's das. Aber auch dann weg. Komm, ab jetzt. Ja, schau, jetzt haben wir sogar den Tank runtergefahren. Jetzt sind wir nur noch bei einem guten Viertel. Das heißt, wir können jetzt dann umdrehen. Hey, wir sind auf 1504 PS gekommen. Mega, ich freue mich. Das Wetter hat gehalten, trotz ein paar Tropfen. Wir haben es geschafft. Der Tank ist unter einem Viertel. Das heißt, das Auto ist bereit für den Flugzeugtransport. Jetzt noch Feinschliff. Wir sehen uns morgen, wenn es dann darum geht, das Fahrzeug aufzuladen und zum Flughafen zu bringen. Alles ist gemacht worden, jetzt ist es an mir, den Final Check zu machen für den Transport. Da wird es wirklich keine Ecke dreckig sein am Auto. Ne? Es muss perfekt sein. Da gehe ich jetzt praktisch über alle Ecken und Kanten und kontrolliere, ob wirklich alles passt. Die Felgen sind heil. Hier hinten nochmal alles kontrollieren. Ne?
Ja, also der Wagen ist ja eh keramisch versiegelt, das heißt, er ist auch dann wieder relativ schnell sauber, alles perlt ab vom Fahrzeug, aber klar, er muss nach jeder Fahrt dann auch wieder komplett aufbereitet werden. Und dann geht es halt wirklich darum, ne, der Wagen muss sitzen, wenn der Kunde ankommt, er hat 4 Millionen Euro blind überwiesen. Und wenn das Auto dann in Dubai ist, muss einfach alles perfekt sein. Aber die Jungs haben ganze Arbeit geleistet, ne? Bis in die Lufteinlässe ist alles perfekt. Was wir jetzt noch machen, wir gucken vorne in den Kofferraum rein, ob alles sitzt. Der Agent vom Kunden, der das Auto jetzt in Deutschland nochmal final für ihn inspiziert hatte, holt das Auto ab. Dann kommt der Spediteur von uns vorgefahren und dann fahren wir das Auto rein in den Transporter. Das ist auch nochmal eine ganz heikle Nummer. Ne? Typischer Transportschaden, Felgen werden beschädigt. Nur hier kostet jede Felge 20.000 Euro. Das heißt, wir dürfen keine Felgen beschädigen. Auch ganz schick hier nochmal, ne? Die Plakette Bugatti Molsheim, one of 500. Aber alles sitzt, ne? Alles ist perfekt. Die Kiste von gestern, die typische Bugatti-Kiste, ist auch schon für den Transport vorbereitet. Die passt nicht ins Auto rein, die wird dann separat befördert. Aber mit dem Auto im gleichen Flieger. So, alles passt. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn der Transporteur da ist. So, der Transporter ist schon bereit. Bernd, der Fahrer, ist auch schon bereit. Bernd kriegt die Schlüssel, weiße Handschuhe, wunderbar. Und dann fährt Bernd das Auto im Prinzip hier direkt draußen in den geschlossenen Transporter rein. Ist ein Einzeltransporter. Hier müssen wir ganz besonders vorsichtig sein, dass wir im Prinzip keine Felgen kaputt machen, keine Schrammen ins Auto reinfahren. Beim Reinfahren und dann später am Flughafen auch wieder beim Rausfahren. Das sind besonders sensible Stellen. Auch wenn ganz viel Routine dabei ist, man muss immer volle Konzentration, weil es gibt nichts Schlimmeres wie, man hat den Deal 4 Tage lang gefeiert, das Geld ist auf dem Konto, der Kunde ist bereit, man will den Champagner aufmachen und dann hast du eine Schramme in der Felge drin. Kostet dich dann eben mal 20.000 Euro, das darf nicht passieren. Also jetzt nochmal vollen Fokus. Und jetzt ganz langsam, ne? Üblicher, also oftmals setzen die Autos jetzt an der Stelle, du siehst, wie knapp es wird. So eine Frontschürze bei Bugatti, ja, 100.000, wenn es reicht. Der gleich sich ausbalancieren und das Auto ist drin. So, das Auto ist sicher verladen. Wir machen jetzt den Deckel zu. Lasst ein Abo da, liked das Video und vor allem bitte, bitte auch teilt. Teilt meine Inhalte mit euren Freunden, sodass ich meinen Channel so schnell wie möglich vergrößern kann. Ich freue mich, mit euch zu wachsen. Bis demnächst.